Hallo und willkommen zurück zu Coral Island. Und heute ist auch nichts los. Ja, vielleicht sieht es glücklich aus. Habe ich meinen Stift auf deiner Farm vergessen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auch dabei hatte, als ich deine Krankenakte geholt habe. Kannst du mal für mich nachsehen? Juri. Ja, an Rucola. Seit meinem letzten Brief ist eine Weile vergangen. Wie geht es dir, Liebes? Wir vermissen dich jeden Tag. Ashley ist in letzter Zeit recht anstrengend. Sie verweigert ihr Lieblingsessen und bleibt fast jeden Abend lang weg. Ich bringe sie bald zum Tierarzt. Wir haben hier Kleppons gemacht, weil du sie so gerne magst. Okay. Nehmen wir auch noch. Meine Tiere. Sammeln wir mal noch ein. Den müssen wir noch spenden. Produkte, ganz schön. Ja. Wollte dich scheren. Und Stein, das muss sein. Habe ich noch irgendwo? Ja.
Museum. Museum. Labor. Schmidt. Gegenstand spenden. Bevor du beschäftigt bist mit dem Tümpel. Was hast du im Sommer gemacht, als du ein Kind warst? Videospiele spielen. Ja, so ist es mir zwischen den Sommerlagern auch gegangen. Bei einigen, wie dem Tennislager in San Francisco, durften wir leider keine Spiele mitbringen. Schade, ja. Falsch. Entschuldige, aber sind meine Haare durcheinander? Ich hoffe nicht. Fossile Überreste, das ist glaube ich meine Äste. Den habe ich noch nicht. Das Baby-Yoga hat nicht. Ja. Eine Brille. Jo. Perfekt. Lampe, Müll. Seltsam. Halslampe, Müll. Ring, da habe ich glaube schon gehabt. Und Marmor. Schon spannend. Gehen wir das Haus aufwerten. Wenn du meilenweit von der nächsten Stadt entfernt bist und ein Sturm aufzieht, dann zeigt sich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. In dieser Branche ist keine Zeit zum Zaubern. Ich greife die Bestien frontal an und das hält mich am Leben. Durchsuche. Hausaufwertung. Jawohl. Stimmt.
rechtfertigen. Fantastisch, vielen Dank. Ich werde gleich morgen loslegen. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Insektenhotel. Kein Gold. Mal da rein. Genau. Da geben wir uns das Netz ab. Oh nein. Verkaufen wir. Gehen wir schnell. Das Netz noch aufwerten. Sieh nur, Papa, sie spielen. Na, wir dürfen nicht zu laut sein. Sonst verscheuchen wir sie noch. Das wollen wir nicht machen. Nein, Knäfrau. Wir wollen das nicht machen. Glaubst du, Luke lässt sich von mir immer noch Blumenkränze auf den Kopf legen? Wahrscheinlich nicht, was? Wahrscheinlich nicht. Ich habe schon zwei Geschenke gegeben. Ich muss wieder mal zur Eva. Junge. Nein.
Schneierke. Ich habe kein Holz dabei. 20 Holz. Du siehst wunderschön aus, mein Schatz. Wie ist die Bootsfahrt? Ah, weißt du, nicht so gut. Aber ich werde es überleben. Mama schickt das für dich und Alice. Oh, Kuchen mit Jackfruitfüllung. Mein Lieblingskuchen. Ich weiß. Sie macht den besten. Ich weiß. Antonio und Suki. So. Werkzeug aufwerten. Jawohl. An Verbesserung mit Sektennetz wird bald gearbeitet. Die Fertigstellung ist in 2 Tagen. Ich habe ein bisschen Essen mitgebracht, aber mir kommt vor, es ist nicht mehr das Frischeste. Oh, nun ja. Hoffen wir mal, es ist noch einigermaßen genießbar. Ich bin froh, dass wir hier in Starletown ein gutes Kaffee haben. Aber um ehrlich zu sein, mache ich grünen Tee lieber als Kaffee. Sag das nicht, Raj. Heim. Ich werde später vielleicht bei der Strandhütte vorbeischauen und ein paar Kokosnüsse mitnehmen. Ich bin irgendwie in Stimmung dafür. Kokosnüsse habe ich keine mehr dabei. Wo ist denn da? Noah, du kannst dir den Sonnenuntergang jeden Tag von deiner Farm aus ansehen. Du Glücklicher. Ich liebe den Sommer. Die Sonne scheint, es ist warm und es gibt nichts Schöneres, als am Strand zu liegen. Ja, ja. Und die anderen machen die mit dir. Hey, Paul? Schwitzt du dich durch den Tag, Rucola? Ich spiele Volleyball mit der Familie. Ich will mal sehen, ob mich meine Frau immer noch besiegen kann. Ja. Wow, danke, mein Freund. Okay. Das ist einfach die beste Jahreszeit jetzt. Oh, das ist so nett von Ihnen. Ich verspreche, ich werde das gut gebrauchen. Naja. Mach was Wunsch. Die sehen ja aus. Neulich habe ich ein bisschen Sand vom Strand mitgenommen und in meinem aktuellen Bild verwendet. Es scheint angemessen, es ist ja Sommer. Nein. Ja, das ist großartig. Wo kann man deiner Meinung nach am besten Ramen essen? In der Farm. Ah, verstehe, du bist ein toller Koch, da bin ich mir sicher.
Vielleicht kann ich schnell in der Taverne zu Abend essen, bevor ich nach Hause gehe. Besorgung. Tomate. Ist dein Sommer produktiv, Rucola? Ich bin es nämlich. Bin es nämlich. Ich schulde dir was, danke. Du bist beschäftigt. Was für ein süßer Bell. Fröhlicher Weihnachtsmann, Vogelscheuche. Ist niemand. Ritterstein sieht heute glücklich aus. Omar sieht heute glücklich aus. Omar Aisha. KitKat sieht heute glücklich aus. Wer passt? Frankie sieht heute glücklich aus. Inari sieht glücklich aus. Kimba ist beschäftigt. Cody sieht heute glücklich aus. Kacken. Malcolm. Der Fluff. Mike Bonkers. Ist beschäftigt. Teddy, Lindy, Luna. Kann ich schon? Ja, da bist du Roma. Bist du fertig mit Kacken da? Gary Kuhn ist beschäftigt. Mark ist mir so nicht sympathisch, aber mir schmeckt der heiße Kakao im Kaffeeladen. Ich mag keinen Kaffee. Ist der Kakao. Bist du auf dem Weg in die Stadt, Rucola? Nein. Das Gras sieht irgendwie schlimm aus, nicht wahr? Das Grundstück neben meinem Haus sieht ganz trocken aus. So gelb. Armes Ding. Ja. Jetzt wo ich kein Netz habe,
frischen Blumen für das Gasthaus bekomme ich von Ben. Weil wir so viel einkaufen, gibt er uns einen Rabatt. Suki Smoothie. Aha, fantastisch, danke. Lili, meine Mama war schon immer sehr begeisterungsfähig, deshalb bin ich auch so lebhaft. Naja, scherzhaft. Lili, vielen Dank, danke. Hey Ben. Leonora, in der Strandhütte wurde in der letzten Zeit viel Lachs geräuchert. Der Rauch bleibt oft den ganzen Tag im zweiten Stock hängen, ganz egal wie oft man sich umzieht. Man riecht am Ende doch wie ein geräucherter Lachs. Weißer Hibiskus, da bin ich noch gar nie einer. Also Netz ist gemacht. Wo ist da der Nikolaus? Wow. Oh. Der Klaus. Blume, Blume. Silberner Seetang. Sechs. Ich bräuchte schon Gold. Ich habe diesen tragbaren Ventilator. Oh, der ist sowas von toll. Voll automatisiert, batteriebetrieben und so. Du kannst ihn mitnehmen, er passt in die Tasche. Das perfekte Ding für den Sommer. Zumindest hatte ich einen, ich habe den Ventilator nämlich nicht mehr. Bin versehentlich draufgetreten. Und hier verkauft niemand diese Dinge. Ja, du bist so nett, danke. Arbeitet die oder nicht? Ah, sorry. Eva. Starlet ist eine wirklich schöne Stadt und ich glaube, die Leute hier kümmern sich gut um ihre Mitmenschen. Ich kann es spüren. Wow, woher wusstest du, dass ich mir das wünsche? Willkommen, bist du zum Einkaufen hier? Smoothie, das ist großartig. Schön, wenn ich schon komplett aufgewertet bin.
Steinfrucht. 17 oder so, ne? Ach, 25 Gischt. Ja, das ist ein bisschen schlimm. Das ist zu Wurscht. Es rentiert nicht mehr. Betty, Bürgermeister Conner hat mich zur Dekoration. Ja, ja. Ich mag die Arbeit, auch wenn sie anstrengend ist. Zum Glück greift mir Pablo unter die Arme. Betty, grüß mich. Vielen Dank, meine Liebe. Es ist sehr rücksichtsvoll von dir. Haus wird es langweilig. Ich arbeite lieber im Freien in der Natur. Ja. Oh, danke, Rugla. Du bist so lieb. Ja, ja. Schon recht. Warte, bis dein Fisch anbeißt. Ein Wilder. Oktopus. Hey. Fische. Nein. Da fehlen mir noch zwei Katzen. Mayonnaise-Maschine. Fuß. Ja.
Feuerfisch. Noch ein Fisch. Nicht. Amerikanische Austern ist ab. Uh-oh.
Jo, gehen wir zu Bett und das wär's dann wieder gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören.